Ja, hallo und guten Morgen. Am letzten Tag meiner Reise. Heute geht es nach Krakau. Ah, das war hier der Ort Przeszowice. Und früher ist das Preiswitz. Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Starem Ochotnictwie. Zur alten Gärtnerei hieß diese Unterkunft. Sehr nett. Gastgeberin, die sehr gut Deutsch sprach, weil sie mal in Deutschland gelebt hat. Auch sehr zu empfehlen. Also wer mal hier vorbeikommt, der kann hier gerne übernachten. Das ist wirklich gut. Schönes Frühstück und ideal für Radfahrer, weil man kann das Rad direkt ins Zimmer schieben, ohne große Treppen und so. Wunderbar. Ja, wieder mal ein schöner Morgen. Und heute ist auch nicht viel Regen angekündigt. Also auf der ganzen Tour ein kurzer Schauer oder zwei, aber sonst nicht viel. Naja, ein Tag war mal eine Stunde Regen, aber okay. Und sonst wunderbares Wetter für mich. Windig, bisschen kühl, auch heute noch, aber alles gut. Ja, jetzt geht es Richtung Krakau. Es geht hier an diesen Industrieorten vorbei, an Katowice. Da war früher ja sehr viel auch, das ist ja praktisch sowas wie das Ruhrgebiet. Eine Stadt nach dem anderen, Kliwice und dann kommt Sabce. Katowice. Aber ich fahre nach Katowice nicht rein, sondern fahre dran vorbei, eben weiter Richtung Krakau. Ja, das tue ich mir heute nicht an, in die Großstadt noch mal reinfahren, nachher in Krakau, aber sonst, nö, nicht mehr. Ja, und ich freue mich auf die Tour, mal sehen, was alles zu sehen gibt und schauen wir mal. So, erste Station heute ist das Schloss in Hudow, wobei natürlich da ein bisschen verfallen ist, aber immerhin der Turm, der ist noch da. Ja, früher gab es ja viele Schlösser und eben viele verfallen, weil während der kommunistischen Zeit das auch nicht erhalten wurde. Und dann ist es natürlich schwer, sowas alles wieder aufzubauen, ist wirklich teuer. Und hier geht mein Radweg entlang und das ist wieder ein schöner Radweg. Ja, wirklich schöne Radwege gibt es auch. Das grüne Zeichen ist das Symbol für meinen Radweg, den ersten Teil wenigstens, die ersten 15-16 Kilometer. Wenn dieser Balken so gerade liegt, dann heißt es einfach geradeaus, rechts ist Pfeil rechts, links ist Pfeil links. Und ich glaube, ich orientiere mich besser an denen als an meiner eigenen Planung. Und meistens hat sie übereingestimmt, aber manchmal bin ich auch zu meinem Nachteil abgewichen. Ja, hier ist ein schöner Radweg, beziehungsweise natürlich eine Landstraße. Aber ich bin nicht sicher, ob das mir hier so alles passt. Weil es gibt ja diesen grünen Balken, den ich eigentlich folgen soll laut Heft. Aber andererseits stimmen die Orte nicht überein, die ansonsten angegeben sind. Also ein bisschen schwierig. Mal sehen, ob das klappt. Also jetzt sollte ich mich auf der richtigen Strecke befinden. Aber das ist auf der in den Orten manchmal gar nicht einfach. Also da war in beide Richtungen grün angezeigt. Und ja, was macht man dann?
Ja, ich habe es mir dann jetzt hier so mit der Karte zusammengesucht und fahre jetzt auch wieder in der Richtung, wo meine ursprüngliche Tour geplant war. Aber ich glaube, das Ganze wird ein paar Kilometer mehr bedeuten. Ach, auch nicht so schlimm heute. Das kriege ich schon alles hin. Auf der linken Seite sind noch so hohe Türme, irgendwelche Industrieanlagen. Und ich habe jetzt hier wieder einen ruhigen Radweg durch den Wald. Und so ein Radweg ist natürlich gut. Kann man einerseits entspannen, kein Verkehr wie eben, weil eben diese Überführung zu meiner Strecke, die war schon sehr verkehrsreich. Insgesamt hat mich das 7 Kilometer gekostet, der Umweg. Nicht so schlimm. Und freue mich, dass ich jetzt hier ein bisschen ruhiger fahren kann. Schön mal durch den Wald zu fahren. Ja, jetzt bin ich hier wieder so in so einem Waldstück, wo es schwierig werden könnte. Das sieht natürlich schön aus hier. Hier gibt es so einen kleinen Bach und Waldstück. Aber in der Beschreibung steht auf unbefestigten Weg. Und wer weiß, was das hier in den Wäldern heißt. Naja, ich werde es versuchen. Da ist mein Weg. Und ich versuch's mal. Ja, bislang komme ich ganz gut durch. Solange der Weg so läuft wie jetzt, da ist das ganz schön. Also ich habe ja halt Erfahrung gemacht mit solchen unbefestigten Wegen, aber hier, das scheint noch zu gehen. Ein Radsymbol gibt es hier auch. Also bin ich nicht wirklich auf einem Weg, den noch keiner benutzt hat. Ja, ich glaube, das geht ganz gut. Die Vögel zwitschern und meine Stimmung ist gut. Ja, ob die damals in der Via Recia natürlich hier durchgezogen sind, durch den Wald, das weiß ich nicht. Also ich muss diesem Radweg Trasse 3 bis Geschowi jetzt folgen. Und erst dann abbiegen, 15 Kilometer bleibe ich jetzt auf diesem Radweg. Erstmal hier durch den Wald und dann kommen so kleine Orte. Halemba habe ich jetzt hinter mir gelassen und das führt jetzt dann Richtung Katowice. Aber ich habe schon gesagt, Katowice fahre ich selber nicht rein. Das geht nur in den Vororten entlang und ja. Aber schön der Weg eigentlich, ja. Ich glaube, hier hat es nicht so stark geregnet, denn die Strecke ist relativ trocken. Gab mal ein paar Wasserlöcher oder so, aber man konnte es gut umfahren. Alles gut. Und still und leise ist der Wald. Kein anderer Mensch außer mir hier unterwegs. Ja, momentan macht es mir gerade richtig Spaß hier zu fahren. Erinnert mich so ein bisschen an die Wälder in Hessen. Da gibt es ja auch solche Wege, ziemlich viel solche Wege durch den Wald. Und ja, das hat mir immer Freude gemacht, hier durch so einen Wald zu fahren. Wenn die Wege so sind wie jetzt, das ist fast ideal. Gut, man kommt jetzt nicht wahnsinnig schnell voran, aber muss auch nicht. Und ja, das macht Spaß. Klar, man muss auf den Weg achten, aber da hat man Natur, ne, im Wald. Ganz anders, als wenn man auf so einer großen Straße fährt. Und erneut bin ich jetzt abgewichen von der geplanten Route. Aber diesmal habe ich genau geschaut. Die blaue Route, auf der ich da fahre, die führt in Kürze wieder auf meinen ehemals geplanten Weg. Und ich vertraue dem Zeichen jetzt einfach mal, dass das hier der schöne Radweg ist. Ja, bisher stimmt es auf jeden Fall. Ja, und das kann man dann nicht übersehen. Ein blaues Zeichen hier. Ein blaues Zeichen da vorne am Baum. Aha, da bin ich richtig. Und hier mal absteigen. Aber auch nur eine kleine Stelle. Manchmal, wo es so eine Senke ist und hier kommt es zum Bach. So ein kleines Bächlein. Ja, dann ist es mal schwierig, aber ich komme da drüber.
ging es hier in den Pforten von Katowice hin und her, geht es immer noch. Und ohne diesen blauen Pfeil, diese blaue Route, die wirklich sehr, sehr gut markiert ist hier, da hätte ich es wirklich nicht gefunden. Also immer diese kleinen blauen Pfeile da. Und wenn man da aufpasst, dann kann man ganz gut danach fahren, weil ich ja nach wie vor nicht auf meiner alten Route bin. Aber da war ein Pfeil und da kommt schon der nächste. Der Querstrich bedeutet immer geradeaus. Na, und nachher treffe ich dann wohl wieder auf meine Route, hoffe ich. Ja, und das sind so tolle ausgebaute Radwege hier in der Stadt. Also in den Städten haben die es wirklich gut gemacht, in den meisten. Hier ein guter Radweg. Da kommt man das hier durch die Vororte von Katowice sehr gut durch. Immer nach dem blauen Zeichen. Und bin jetzt auch wieder auf dem Weg ursprünglich geplant. Und das ist ja auch ganz schön. Nochmal genial gemacht hier mit den Zeichen. An solchen Stellen sogar hier auf dem Weg. Und erinnert mich an die Regionalparkroute. Da gab es auch solche Zeichen auf dem Weg, auf der Straße drin. Ja, also es ist sowas wie ein Greenway. Stand vorher noch, glaube ich, dran. In Polen haben sie das immer mit den englischen Ausdrücken. Es gibt noch einen ganz, ganz langen Radweg, den Green Velo. Fast 2000 Kilometer, glaube ich, entlang der Grenze, Ostgrenze Polens. Und da geht es fast nur durch die Natur. Nur kleine, wenige große Städte. Und ja, muss auch Spaß machen. Ja, aber ich setze mal hier fort. Das ist auch ein Green Velo. Na gut, jetzt bin ich eben durch die Pforte von Katowice, aber da wurde ich wunderbar durchgeleitet. Also hier gibt es wirklich Pluspunkte für das Video, das sie gemacht haben. Sehr gut. Und hier alles sehr gut beschrieben. Ich bin immer noch auf dieser Trasse 3. Die führt bis Giszowice. Quatsch, bis Giszowice jetzt. 4,8 Kilometer noch und dann verlasse ich sie leider. Hier ist so ein kleines Sumpfgebiet. Und tatsächlich gibt es hier auch noch andere Radler. Ganz schön. Hier ist ein sehr schöner so ein Sumpfteich. Ein sehr schönes Gebiet zum Radeln. Sehr schön. Immer auf diesen Waldwegen. Ich komme mal nicht so schnell voran. Aber das macht nichts. Wenn, dann radel ich heute Abend etwas länger. Aber das ist wirklich nochmal ein Tag zum Genießen, hier durch den Wald zu radeln. Natur zu genießen. Tut einem gut. Gestern die viele Bundesstraße und lauter Verkehr. Dann ist schön, so ein bisschen hier im Grünen zu sein.
A4. Lange nicht gesehen. Ja, ich bin jetzt hier in Michlovice oder fahre fast schon raus. Da bin ich eine große Straße hingefahren. Nach diesem Waldstück hatte ich eine ziemlich große Straße dahin. Und jetzt komme ich aber wieder auf so einen Radweg und hoffe, dass ein bisschen in der Natur weitergeht. Ja, was haben wir denn? 48 Kilometer geschafft und 82 noch zu fahren. Das ist schon eine ganze Menge. Und da ich heute Abend auch meine Nichte treffen will, eine andere Nichte als in Breslau, da muss ich ein bisschen schauen, dass ich auch nicht zu spät komme und die Strecke gut schaffe. Ja, und wenn es so weitergeht wie hier, dann wäre das natürlich ideal. So eine Straße gesperrt für Autos und von daher wunderbar für mich geeignet. Das hier ist mein Radweg jetzt. Ja, schön natürlich auch, aber auch ziemlich schwierig zu befahren. Komme ich auch nur sehr langsam voran. Nehmen wir die Bahnlinie. In Michlovice war ich jetzt, aber nur ganz kurz durchgefahren. Und ja, kämpfe mich jetzt hier über diesen Weg durch, ne? Da oben steht's. Nach Krakau. Allerdings Płatna, also zum Bezahlen. Ja, rechts kann man nach Warschau abbiegen. Ich nehme mal den Weg nach Krakau. Also das war vorhin ein ganz schwieriges Stück Weg. Das war also vielleicht 1,5 Kilometer. Ganz schlechter Untergrund, voller Steine. Und unter einer Brücke durchgefahren, da lag so ein riesen Felsblock drunter. Da habe ich erstmal nach oben geschaut, ob der von da stammt. Aber jetzt geht's ja wieder. Der Weg ist wieder besser. Ja, so wäre der Weg gut, genau wie jetzt. Ja, Asphalt und dann entlang dem Wald. Autobahn ist so ein bisschen geschützt mit dem Lärmschutz. Stört also auch nicht so viel. Auch hier musste ich jetzt von der Strecke abweichen, weil da vorne auf der Bundesstraße gar nicht erlaubt war, weiterzufahren. Also, es gibt aber hier einen Radweg. Und wenn ich es richtig gesehen habe, führt er wieder auf meine Route. Und ist ja eigentlich auch schöner, jetzt hier im Wald zu radeln, als direkt an der Bundesstraße. Ja, hier komme ich nur ganz langsam voran, auch nur mit Schieben, weil alles voller gefällte Bäume liegt. Äste und Zweige von Bäumen. Ja, das ist so. Naja, ist weiterhin, um die Bundesstraße zu meiden, geht es hier durch den Wald an so einer, weiß nicht, was das für eine Pipeline ist, ob Gas oder irgendwas, geht es dann halt hier lang, ne? Ja, irgendwie beschwerlich alles, weil man jetzt immer, weil ich jetzt immer wieder Wege suchen muss, die in der Nähe der Straße bleiben, ne? Die Richtung stimmt und dann trotzdem ja, fahrbar sind. Ne? Naja, ist jetzt 13 Uhr. Ich muss noch 70 Kilometer etwa. Oje, oh je, jetzt muss ich hier noch hoch, die Treppe hoch, um da rüber zu kommen. Das war jetzt nicht so schlimm, weil man konnte jetzt hier mit dem Aufzug hochfahren, um hier über die Bundesstraße zu kommen und da kann man runterrollen. So konnte es eigentlich weitergehen, entlang der Bundesstraße, aber getrennt davon. Und mit gutem Asphalt
So wünsche ich mir das. Ja, hier komme ich ganz gut voran jetzt und hoffe mal, dass es erstmal so weitergeht. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt mal wenigstens ein bisschen getrennten Radweg habe. Sonst ging es die ganze Zeit da drüben auf so einem Bürgersteig immer. Und jede Ausfahrt geht es hoch und wieder runter. Wenn eine Straße kommt, gibt es keine Absenkung. Muss man runterschieben. Und ist schon wirklich sehr anstrengend. Und ich bin schon fast 30 Kilometer jetzt hier auf der auf oder neben der Bundesstraße, neben eigentlich. Und ja, eine kleine Pause habe ich mal gemacht, einen kleinen Burger gegessen. Aber ja, das ist wirklich anstrengend, finde ich. Ich fahre viel lieber durch die Natur als jetzt hier so ein Auto nach dem anderen. Auf der Straße selber, da darf man nicht fahren. Wenn man das macht, dann wird man gleich angehupt. Also bleibt mir nichts als hier entweder auf Bürgersteig oder hier gibt es ja mal einen Radweg zu fahren. Und aber ich glaube noch 5 Kilometer, 4 Kilometer und dann kann ich hier weg. Dann geht's weg von hier, in ein Naturschutzgebiet sogar. Na, da freue ich mich drauf. Ja, ich bin so froh, hier von der Bundesstraße weg zu sein und hier fahren zu können. Das waren jetzt etwa 30, 35 Kilometer und kein Spaß dabei. Echt kein Spaß dabei. Ja, das ist doch viel schöner hier. Und es geht jetzt auch durch Naturschutzgebiet. Und das macht natürlich viel mehr Freude. Und man sieht, hier waren auch Probleme mit dem Wald. Auch hier gibt es Flächen, wo Waldflächen abgeholzt werden. Ich nehme an, auch hier gibt es die Probleme mit der Trockenheit. Ah, eine schöne Landschaft hier. Ganz ruhig hier im Wald. Der Wald ist unten ziemlich bewachsen. Ja, ist das schön. Und wenn man immer hier so radeln könnte, auf so einer Piste durch den Wald, ja, das wäre wirklich schön. Aber leider nicht immer, ne? Also, ich bin noch nicht in Krakau. Es sind noch 33 Kilometer oder so. Aber was ich sagen kann zu polnischen Radwegen, ja, verschieden. Also es gibt tolle Strecken, wirklich schöne Strecken. Toll gemacht ist auch das Radsystem in den großen Städten. Also das ermöglicht, dass man dann in die Stadt reinfahren kann. Macht vielleicht auch nicht so Spaß mit den Autos, aber man hat immer einen separaten Radweg. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Und dann habt ihr ja gesehen heute diese Strecke zum Beispiel am Anfang. Die war auch ganz toll. Toll markiert, ja, wirklich sehr schön. Und auch sonst die ganze Streckzeit über in Polen, ja, gemischt, ne? Es gibt Strecken an der Bundesstraße, lange Strecken. Dann gibt es aber auch Strecken auf kleinen Straßen, auf so Landstraßen, das ist auch völlig okay. Ja, und natürlich gibt es dann Wege im Wald. Naja, da kommt man nicht so gut durch. Das ist dann schwierig. Aber das ist halt auch ein bisschen Abenteuer. Natürlich ist nicht so alles entwickelt wie bei uns. Man ist auch ein bisschen überheblich, wenn man das erwartet, dass alles wie bei uns sein soll, die Radwege. Und anderen Sachen auch. Ja, aber jedenfalls bin zufrieden mit den Wegen. War nicht einfach immer alles jetzt. Also zum Beispiel diese 30 Kilometer hat mich völlig genervt, ja, an der Bundesstraße. Anderen macht es vielleicht nicht so viel aus, aber mir schon. Und dagegen sowas hier im Wald, das ist reine Freude für mich. Ja, so ist es verschieden. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders planen sollen und darauf Rücksicht nehmen sollen, aber habe ich nicht und es ist halt.
Also ich komme jetzt in die Nähe von der größeren Straße, aber alles kein Problem. Hier lässt sich immer noch sehr gut fahren. Und es geht jetzt langsam aber sicher an die Weichsel und dann Richtung Krakau. Ja, noch 30, 29 Kilometer, also bis zu meinem Hotel. Krakau reiche ich schon etwas früher. In Krakau habe ich ja schon gesagt, da werde ich meine Nichte und ihren Verlobten treffen. Heute Abend schön essen gehen. Morgen früh schaue ich mir Krakau ein bisschen an. Und morgen Mittag geht es mit der Bahn wieder zurück. Was auch ein kleines Abenteuer sein wird, weil man muss bei drei verschiedenen Organisationen hier in Polen buchen, also zumindest ich musste das, um bis zur Grenze zu kommen und dann mit der Deutschen Bahn, da komme ich dann bis Dresden, wieder zu meinem Schwager und von dort komme ich am Samstag dann nach Hause. Also, was ich mit dem Rad gemacht habe, das braucht dann ganz schön Organisation, um das mit dem Zug wieder zurückzukriegen. Ja, aber erstmal geht es hier noch weiter. Und wirklich, die entschädigen jetzt wirklich diese Kilometer. Die machen es wieder gut, was auf der Bundesstraße schade war, was nicht so schön war. Hier macht es richtig Freude. Ja, also das ist ein wunderschönes Tal hier. Erinnert mich fast an die Rhön, an den zweiten Tag meiner Reise von Fulda nach Eisenach. Es ist sehr schön hier. Richtig schönes Wiesental. Rechts geht es immer ein bisschen hoch. Ja, sehr schöne Wege, ruhige Straßen. Toll zu fahren. Wow. Ja, das ist fast nochmal ein Höhepunkt. Hier zum Schluss auf dem Weg nach Krakau. Schön hier, mir gefällt's. Ja, noch 15 Kilometer bis Krakau, der Endspurt. Nein, leider nicht. Es gab keinen Endspurt, es gab auch keine Einfahrt mit dem Fahrrad nach Krakau. Ich bin letztlich mit dem Auto nach Krakau gekommen. Ja, was ist passiert? Ich hatte einen Unfall. Und das ist so abgelaufen. 15 Kilometer vor Krakau, hat ein Auto vor mir gehalten, hat mit einem Autofahrer auf der anderen Straßenseite geredet und dann ist das Auto einfach mit Volldampf nach hinten gefahren. Ich stand 5 Meter dahinter und kurz danach war ich im Graben. Ja, schmerzender Fuß und mein Fahrrad völlig zerstört. Ja, Vorderteil ganz kaputt, komischerweise auch hinten. Rad kaputt, konnte man nicht mehr schieben. Ja, und das war das Ende von der Via Regia, 15 Kilometer vor Krakau. Kein schönes Ende. Kein schönes Ende von einer wundervollen Tour. Ich sag gleich nochmal, was ich davon so für Eindrücke mitnehme. Aber ja, musste das Fahrrad da verkaufen, weil ich am nächsten Morgen dann nach Hause musste. Relativ guten Preis noch bekommen. Aber das war das Ende und leider gibt es deshalb auch keine Bilder. Von der Weichsel hatte ich mich drauf gefreut, von Krakau selber auch nicht. Ich war zwar abends nochmal mit meiner Nichte essen, aber es hat bei mir nicht mehr gereicht, irgendwie durch Krakau zu laufen mit dem Fuß. Es war ein Bänderriss dann letztlich. Ja, und der Bänderriss hat mich dann auch 5 bis 6 Wochen lahmgelegt. Konnte nicht arbeiten und konnte auch nicht das Rad fahren. Inzwischen geht es aber wieder. Habe schon die erste Tour wieder gemacht, am Main entlang. Und ja,
Soweit also zu diesem Unfall. Mehr möchte ich dazu auch eigentlich nicht sagen. Ja, und so bin ich jetzt erstmal mit dem Biobike unterwegs. Ob ich mir ein neues E-Bike kaufe, da bin ich gar nicht so hundertprozentig sicher. Hat zu tun mit dem, was ich so nächstes Jahr vorhabe. Eine ganz, ganz große Tour. Wenn das klappt, dann, ja, da gibt es Gründe, warum ich dann nicht mit dem E-Bike fahren möchte. Aber das ist alles noch nicht klar. Das ist alles noch nicht klar. Kann auch sein, dass ich mir wieder ein neues E-Bike kaufe. Jedenfalls bin ich weiter unterwegs. Erstmal eben mit dem normalen Rad. Ja, aber mir geht es ums Fahrradfahren. Es geht mir nicht ums E-Biken, sondern ums Fahrradfahren. Ja, und dann mache ich jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung von der Via Regia. Ich mache das immer ganz gerne auf dem Fahrrad, aber jetzt werde ich mich doch gleich da vorne mal hinsetzen. Ist hier meine Heimatstadt Bad Homburg und ich fahre hier immer so eine Runde rings um Bad Homburg. Und da gibt es immer Bänke, da kann ich mich gleich mal hinsetzen und dann erzähle ich, was so meine Eindrücke waren von der Via Regia. Ja, jetzt 2 Monate später einen Rückblick zu machen auf die Via Regia, ist nicht ganz leicht. Ich könnte sagen, das ist alles getrübt durch diesen Unfall. Das hat mich auch beschäftigt danach, also einfach, wenn ein Auto auf einen zufährt, das habe ich nie erlebt bisher, und auf einen drauf, ohne eine Chance, dass man irgendwie wegkommt, das ist schon ein bisschen auch eine schlechte Erfahrung. Aber ich möchte damit nicht bleiben. Via Regia, diese Radreise war eine wunderbare Sache für mich. Fast 1300 Kilometer und in 2 großen Abschnitten, einmal die Tagesreisen, die ich bis Leipzig gemacht habe, 4-mal in Zug gestiegen, zum Ziel gefahren, wieder zurück mit dem Zug und dann von Leipzig aus bis nach Krakau. Es war eine wunderbare Sache. Es waren so viele Erfahrungen, die ich nicht hätte machen können mit irgendeinem Auto oder mit irgendeinen Reisen. Polen ist auch die Heimat, Oberschlesien ist auch die Heimat von meiner Frau, für mich auch ein klein bisschen Heimat. Ja, und ich habe so viel erfahren an Wegen, an Natur, an Städten, an Orten. Also da bin ich einfach dankbar dafür. Ich freue mich auf das, was ich noch machen kann und werde diese Via Regia ganz toll in Erinnerung behalten. Ja, ich danke euch, wenn ihr zugeschaut habt, für alle, die Kommentare geschrieben haben oder einfach Interesse hatten, und wünsche alles Gute.